Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enter the Dungeon. Ich muss leider aus diesem Titelbildschirm raus. Das ist richtig cool. Ich mag diese Musik im Titelbildschirm. Die ist so geil jetzt, ohne Witz. Wir spielen wieder Wuffels, weil der Kali hat mir in der letzten Folge gesagt, mit dem neuen Update kann man Wuffels streicheln. Wie gut ist das denn? Ist mega geil. Okay, Wuffels, du bist ein toller Hund. Ich mag dich. Brauchen wir noch irgendwas? Hallo? Sieht aus, als hättest du noch Arbeit vor dir, bla bla bla. Okay, wir müssen irgendwas noch töten. Keine Ahnung, hier immer noch nicht frei. Ich glaube, das hier geht frei, sobald er Sachen repariert hat. Ja, ja. Und hier kann man rüber. Das ist alles toll. Okay, ja, wir spielen wieder Enter the Dungeon. Wir haben nicht wirklich irgendwas zum Freischalten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit irgendjemandem hier reden können oder nicht. Was kommt da eigentlich hin? Wir probieren es einfach nochmal neu und ja. So weit, so gut. Ich hab einfach Bock auf Enter the Dungeon. Das sind so irgendwie meine Top 5 gerade. Enter the Dungeon, Dead Cells, Isaac, Anti-Birds, alles mögliche. So, wie geht das Spiel jetzt nochmal? So kann man hin und her wobbeln. Ich habe wieder eine Zeit lang kein Enter the Dungeon gespielt, tatsächlich. Also ich habe es nicht privat gespielt, das heißt, besser als letztes Mal kann ich eigentlich nicht sein. Wahrscheinlich bin ich sogar noch schlechter, weil beim letzten Mal, als ich Enter the Dungeon aufgenommen habe, da habe ich den Tag davor zumindest gespielt. Und wusste dann, wie alles geht. Und jetzt keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht mal, wie ich Waffen wechsle. Oder wie ich Tische umschmeiße. Okay, Tische umschmeißen mit A. Das ist schon mal gut. Aber was ich zum Beispiel auch nicht weiß. Hilfe. Wie man ausweicht. Doch, ich weiß, wie man ausweicht. Aber ich weiß nicht, wie man seine Nichtse einsetzt. Momentan. Und ich habe noch gehört, man kann anscheinend, warte, da müssen wir doch mal kurz in die Option gucken. Man kann nämlich anscheinend einstellen, wie krass der Auto-Aim sein soll. Hier, Controller-Zielansicht oder was? Ja, komm, einfach mal volle Kanone hier. Autoerkennung hier. Ne, hier, Controller-Zielhilfe. Ja, mach einfach alles, mir doch egal, alles an. Strahl-Zielhilfe gibt's auch. Damit kann man das ja richtig einfach machen, Leute. Dann weiß man noch, wo man hinschießt und alles. Mini-OI. Man kann sogar den Zeiger ändern. Das ist ja mega witzig, aber ich finde den so eigentlich ganz cool. Außerhalb des Kampfes, Speedrun-Modus, nö, Bestien-Modus, was auch immer das macht. Steht halt auch nicht bei, was es macht, gell? So, keine Ahnung, vielleicht wird das jetzt ein bisschen einfacher. Ich habe da den Auto-Aim noch ein bisschen höher gemacht. Den kann man auch ganz ausschalten. Kann auch sein, dass er einen ein bisschen nervt. Aber ja, ich spiele halt mit Controller. Wenn ich das nicht mit dem Controller spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich ohne Auto-Aim spielen. Weil da würde dann eher nerven. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber mit dem Controller ist das allgemein schon blöd, irgendwie anzuvisieren. Und das hat ja irgendwie fast jedes Spiel... Wow, ey. Jedes Spiel, wo man schießen muss und auch mit dem Controller spielt, die haben meistens irgendein Mini-Auto-Aim zumindest drin. Okay, es fühlt sich jetzt zumindest nicht anders an. Man kann immer noch daneben schießen, also so ist nicht. Man muss auch in die richtige Richtung zielen und alles. Also so richtig easy ist es trotzdem nicht. Hier Gegner, da hinten ist ein Gegner. Ich bin mal gespannt. Es fühlt sich jetzt nicht anders an als vorher, also ich werde wahrscheinlich trotzdem verkacken. Easy peasy. Oh yeah, noch mehr Gegner. Geil. Ziel dieser Folge ist es, um das schon mal von Anfang an zu erwähnen, ein NPC freizuschalten. Oder aber in die Kanalisation zu gehen. Weil ich eventuell, deswegen dürfen wir hier auch die Kiste nicht aufmachen. Stirb, Kiste, du bist sowieso nur eine blöde, braune Kiste. Können wir Trashy bekommen? Leider nicht. Schade, Schokolade. Genau, ich möchte entweder ein NPC freischalten oder aber, oder ja auch in die Kanalisation, weil es da neue Bosse und so geben soll. Und das will ich mir alles angucken. Alles Neue will ich sehen. Oder wenn es natürlich mega gut läuft, auch das Spiel zu beenden, habe ich bisher aber noch nie geschafft. Von daher glaube ich da einfach mal nicht dran, vor allem nicht ohne Training. Hilfe. Ich weiß immer noch nicht, wie man nichts einsetzt. Ah, lass mich in Ruhe. Tischumwerftechnik. Haha, damit habt ihr nicht gerechnet mit meiner geilen Tischumwerftechnik. Ich hätte richtig gerne eine passive Attacke, die irgendwas macht, wenn man Tische umschmeißt. Davon gibt es ja zum Glück einige. Nein, das Ding da unten müssen wir töten. Oh nein, lass mich durch. Da unten ist er. Na, aber ist das schon weg? Nee, da ist er. Komm, gib mir dein Inneres. Nein. Er ist weg. Wir haben zu lange gebraucht und haben trotzdem noch ein Leben verloren. Alter, der ist ja mega assig, der Zauberer da. Gut, was gibt es zu erzählen? Ich habe die erste Season von Food Wars jetzt durch. Von Soma Yukihira Food Wars Dings. Der ist wirklich Soma Yukihira, ne? Geil, ich habe mir den Namen gemerkt. Habe ich einfach mal durchgesuchtet die letzte Nacht. Und es ist sehr schön. Ich freue mich über die zweite Staffel. Und es soll ja anscheinend auch eine dritte Staffel rauskommen. Wenn die nicht schon draußen ist. Ich bin da irgendwie immer nicht auf dem neuesten Stand. Keine Ahnung. Ich gucke dann immer ein Anime.
würde mich dann immer so freuen am Ende, ja, wäre ja cool, wenn noch eine zweite Staffel rauskommt. Und dann sagen mir die Leute immer, ja, da gibt's schon 5 Staffeln von. Und dann ich immer so Pikachu-Face. Immer so Pikachu-O-Face mache ich dann immer. Ich denke immer, ich gucke die erste Staffel und die ist voll neu und so. Und dann sagen mir alle, wenn ich die fertig habe, ja, da gibt's schon 8 Milliarden Staffeln von. Du bist ein bisschen spät. So bin ich, Leute. Okay, wir haben 3 Schlüssel, das heißt, wir können hier die Krücke holen. Geil. Ich glaube, die macht nochmal unser Auto-Aim besser, wenn ich mich recht entsinne. Lass mal kurz gucken. Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja, 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 ja. Passive Fähigkeiten sind auf jeden Fall irgendwie mega geil. Finde ich gut. Dient als eine Art Zielhilfe, ja. Eine Art Zielhilfe. Was das jetzt genau bringt, keine Ahnung. Sieht man das vielleicht auf der Waffe irgendwie? Nee, ne? Hm. Muss an diesem Spiel eigentlich schnell sein? Das ist doch so eine andere Frage, ob es hier auch so einen Boss-Rush gibt oder so. Ich habe wirklich so gar keinen Plan von diesem Spiel. Ich habe eben einmal kurz in das Wikipedia reingeguckt, ob ich da irgendwas Interessantes zu entdecke. Hab mir ein paar Synergien angeguckt, aber das kann sich ja kein Schwein merken. Vor allem, wenn man gar nicht weiß... Oh nein, wo ist das Fass hin? Vor allem, wenn man gar nicht weiß, wie welches Item aussieht und so. Jetzt müssen wir mal kurz ein Wasserfass suchen. Leute, seht ihr eins? Seht ihr irgendwo ein Wasserfass? Ich sehe keins. Vielleicht ja hier. Da, ein Wasserfass. Jetzt müssen wir nämlich in den Kamin schubsen. Und wir haben gerade auch 2 Schlüssel. Hier auch was Witziges. Ihr seht ja diesen blauen Blob, den roten Blobby. Und wir können einfach über den rüber dingsen. Und dann ist er tot. Überrollen. So, Moment. Fass, komm mit. Ja, ja, sehr gutes Fass. Du bist ein sehr braves Fass. So, Moment. Moment, nein, nicht zu. Ach, nicht zu weit, du Blödkopf. So. Wow. Sehr gut, Wuffels. Hier, hast du gut gemacht. Ja, feine Wuffels. Guck mal, wie sie sich auch freut, wenn sie ihn streichelt. Richtig süß. Ja, fein, Wuffel. Oh nein. Ah, wie soll ich das denn jetzt hinbekommen? Nein, du blödes Fass. Nein, falsche Richtung. Ah, ich fühle mich gerade schon wieder wie bei Barber Is You. So. Heiner Wuffels, hast du gut gemacht. Dieses doofe Fass. Ich krieg das da nicht rein, jetzt ohne Witz. Dankeschön. So, gut gemacht, Wuffels. Haben wir nur dank dir geschafft. Denn wir wollen ja auf jeden Fall in die Kanalisation. Und zack. Gut gemacht, Wuffels, gut aufgehalten. Ja, feiner Wuffels. So, hier ist ein Schalter drin. Aktivieren wir, haben wir auch in der letzten Folge schon einmal gemacht. Hä? Okay, ich habe einen Bug. Guck mal, ich streichel ihn immer noch. Ich slide hier rum. Wuhu. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Nein, das... Oh. Ich kann nichts machen. Mein Spiel ist kaputt. Nein, Wuffels, was hast du getan? Und wenn ich schieße... Ich kann nicht anvisieren. Doch, ich kann anvisieren, aber ich kann nicht aufhören zu... Ich kann nicht aufhören, ihn anzububbeln. Nein, Wuffels, jetzt ist alles kaputt. Wir müssen mal kurz hier raus. Was ist, wenn man hier rausgeht? Dann geht nichts mehr, ne? Okay, dann müssen wir kurz so arbeiten. Dass wir nicht wissen, was wir angreifen. Feldzeichen. Klingt gut, nehme ich mit. Und das hätte ich auch gern. Gib mir mein halbes Herz. Merci. Jetzt haben wir so einen komischen Banner über uns. So, kurze Unterbrechung, weil meine Mutter vor meiner Tür stand und da gesaubert hat. Ist immer wieder komisch, wenn sie davor rumbuddelt. Ich habe nämlich so eine komische Glastür. Und dann sehe ich das immer, wenn sie davor ist. Sehr komisch, wenn sie dann zuhört. Egal, also unser Feldzeichen macht, dass unsere Begleiter und die bezauberten... Was? Und bezauberte Gegner effektiver sind? Was sind denn bezauberte Gegner? Gar kein Plan, Leute. Egal. Scheint was ganz Gutes zu sein. Haben wir jetzt gekauft. Unser Bug ist immer noch da. Oh, sorry. Welch hinterhältiger Hackenschuss. Hackenschuss. Ja, sorry. Was hast du denn so? Bei dir können wir gar nichts kaufen. Sorry, sorry, Dude. Ich wollte das nicht. Ich wollte hier nicht rumschießen. Ich hätte doch nur mein Wuffels. Das sieht so blöd aus. Jetzt ohne Witz. Warum ist das so? Ah, man sollte niemals seine Hunde streicheln. Okay, wir sind beim Boss. Haben wir sonst alles in dieser Ebene? Ja. Wir haben keine zweite Waffe gefunden. Warte, und wo ist der... Da ist der Geheimraum. Wenn man jetzt einfach zum Geheimraum geht, dann kann man aber den Boss hier nicht mehr besiegen, ne? Also den Boss sollten wir schon noch besiegen. Oh, danke. Nein. Ja, doch, das ist weg. Unser Bug ist weg, weil wir hier reingegangen sind. Okay, das wurde resettet. Dankeschön, liebes Spiel. Vielleicht ist das ja auch kein Bug, sondern ein... Hilfe. Sondern das gehört so, das ist ein... Wie nennt man das? Ein Feature. Kein Bug, sondern ein Feature. Okay, wir sollten uns eventuell mal auf den Kleinen hier konzentrieren, der keinen Bart hat, ne, der keine Sonnenbrille hat. Das ist für mich irgendwie der kleinere Bruder. Der Dude ohne Sonnenbrille. Weiß ich nicht. Weil wir sollten die relativ gleichzeitig töten. Ich weiß nicht, wie ich... Ich wollte mein Nichts benutzen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ach so. Toll. Ma, ich hätte das locker geschafft, ohne Leben zu verlieren. Fuck.
Oh shit, ich weiß nicht, drücken muss. Aua, oh Gott, bitte tu mir doch nicht die ganze Zeit weh. Aber jetzt ist sowieso egal. Oh, tschüss, du Blödkopf. Gibst uns wenigstens eine Waffe, das wäre voll knorke. Er gibt uns zumindest wieder volle Leben. Das ist ganz nett. Und eine Alien-Antrieb aus der Gefahrenzone. Wow. Okay, cool. Hat einen krassen Rückstoß, das Teil. Finde ich witzig. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall noch runter in die Kanalisation. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber wir machen es einfach mal. Klack, klack. Und tschüss. Kanalisation war ich nämlich auch Ewigkeiten nicht mehr. Bin gespannt. Ich weiß nicht mal, was es hier so gibt. Ach so, hier waren die ganzen toten Leutchens. Ist unser Wuffels jetzt stärker geworden, weil wir... Okay, hier explodieren Sachen. Weil wir diesen Banner haben. Wir sind jetzt quasi ein Kommandant. Oder so. Bei Total War ist das, glaube ich, auch so, ne? Wenn man so einen Banner hat, dann ist man da stärker und kann tolle Attacken machen und alles Mögliche. Naja, um auf Futuros nochmal zurückzukommen. Ah, wie? Boah, ich komme hier nicht klar mit der Steuerung. Futuros ist sehr schön, könnt ihr euch angucken. Ist ein Koch-Anime, habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt. Ich glaube, das war sogar in Enter the Dungeon, wo ich das erzählt habe. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon. Sehr schön kann man auf jeden Fall so einmal durchgucken. Irgendwie sehr, sehr kurzweilig, der Anime. Finde ich gut. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die zweite Staffel. Und die werde ich mir jetzt auch runterladen, weil ich jetzt am Wochenende auch nochmal kurz, damit ihr da Bescheid wisst. Yo, shit. Übers Wochenende bin ich nicht zu Hause, das heißt, da werden eventuell keine Folgen kommen. Eventuell, weil ich vielleicht heute noch ein bisschen aufnehmen werde. Heute ist Mittwoch und Woche. Also ich fahre morgen oder übermorgen, das weiß ich noch nicht so genau. Und je nachdem, wie viel ich aufnehme, habe ich dann eventuell übers Wochenende noch ein paar Folgen. Aber vermutlich kommt zumindest an einem Tag nichts, weil ich 4 Tage weg bin. Zack, 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 zack. Weil nämlich mein Opa Geburtstag hat und der will nicht zu Hause feiern, sondern in Grömitz. Und Grömitz liegt an der Ostsee irgendwo. Und ja, so ist das, Leute. Deswegen muss ich dann nach Südl fahren, da haben wir einen Campingplatz. Und dann bin ich da 4 Tage lang. Hab zwar keinen Bock drauf, aber ich muss mit, weil Familie geht vor, nicht wahr? So eine Kacke. Und dann essen wir da schön. Krieg ich wenigstens mal gutes Essen. Schön aus dem Restaurant und so. Ach ja, und deswegen muss ich mir dann noch ein paar Serien runterladen. Ich habe nämlich heute erfahren, dass man bei Netflix anscheinend wirklich Serien runterladen kann. Nicht alle, sondern nur ausgewählte, warum auch immer. Aber anscheinend geht das. Und dann lade ich mir einfach... Ich hoffe, man kann die 2. Staffel von Food Wars runterladen. Dann gucke ich die da nämlich einfach. Dann habe ich wenigstens was zu tun. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das nicht, einfach irgendwo zu sein und rumzugammeln. Da fühle ich mich sehr nutzlos. Und auf dem Campingplatz ist das leider ziemlich häufig so. Da liegst du dann rum in der Sonne, hast ja auch kein Internet. Und keine Ahnung, ist nichts für mich, Leute. Aua. Ist natürlich auch mal ganz schön, so ein bisschen zu chillen. Aber irgendwie so lange chillen mag ich nicht. 1-2 Tage ist okay, aber doch keine 4 Tage. 4 Tage nichts tun. Uff, das wird wehtun, Leute. Hilfe, wie setze ich dieses Ding ein? Ich weiß gar nichts. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere einzige Waffe, die wir hier gefunden haben, auch nicht die allerbeste ist. Die macht nämlich keinen Schaden. Also wir müssen dafür sehr, sehr nah rangehen an die Gegner, wenn die überhaupt Schaden macht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... Oh nein. Oh no, bitte geht weg. Ich laufe da garantiert rein, wenn ich hier... Ah, okay. Diese Waffe hier macht keinen Schaden. Die macht nur, dass wir so umherwobbeln können. Also irgendwie sehr, sehr unnötig. Also entweder verstehe ich die Waffe nicht oder sie ist wirklich blöd. Hast du ein Leben für mich? Kann ich mir das leisten? Ja, dankeschön. Noch eine andere Waffe? Nehme ich auch mit. Solchen Pistole, why not? Damit kann man, glaube ich, Gegner vergiften. Wenigstens mal eine Waffe. Holy shit. Also dieser Part läuft gerade eher nicht so gut. Naja, Food Wars, ja. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe Game of Thrones die 1. Folge natürlich geguckt. Wieso sind die nicht vergiftet, die Blödmänner? Sind die Anti-Gift-Resistenz oder was? Oder was? Bitte geht weg von mir. Hier, Tischumwerfattacke. Die halten auch noch so viel aus. Wir brauchen dringend eine neue Waffe, jetzt ohne Witz. Ja, Game of Thrones. 1. Folge der finalen Staffel. Haben wir anscheinend 18 Millionen Leute einfach bei im Fernsehen geguckt, als es ausgestrahlt worden ist, also um 3 Uhr morgens. Ich nicht, ich hab's im Nachhinein geguckt.
Was ist dieses goldene Viech da auf dem Boden? Man weiß es nicht so genau. Ja, wie fand ich die erste Staffel? Ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Ich fand sie relativ langweilig, muss ich sagen. Weil... Nee, das wäre schon spoilern, wenn ich euch sage, warum. Also lass ich's. Ich sag einfach, die erste Folge fand ich relativ langweilig. Aber es soll ja sowieso, es ist schon bekannt, dass ab der dritten Folge, glaube ich, erst der richtige Shit losgeht. Also da werden dann 8 Milliarden Leute sterben und alle sind tot und keiner wird überleben. Und der weiße König gewinnt dann und ist krass. Ja, ja. Bin ich sehr gespannt. Und die erste Folge war eher so meh. War okay, aber jetzt auch nicht so toll. Habe ich mir mehr drunter vorgestellt, aber war mir schon vorher klar, dass ich da irgendwie so ein bisschen enttäuscht sein werde. Weil ich halt davor schon so gehypt war und wenn man zu gehypt ist auf irgendwas, dann ist man meistens enttäuscht, wenn man dann die Sache endlich sieht. Arsch. Die Sache ist, Leute, die Kanalisation bringt uns absolut gar nichts. Ich glaube, wir müssen dann trotzdem noch die ganzen anderen Wege gehen, um überhaupt zum Ende zu kommen. Die Kanalisation ist nur so ein Bonus-Level. Oh, ein Schlüssel. Wenigstens mal ein NPC, den wir vielleicht freischalten können. Oh, hast du dich da versteckt? Gibt's ja gar nicht. Aber wenn ihr die erste Folge von GOT geguckt habt, dann könnt ihr mir ja sagen, wie ihr die fandet. Und auch was für eine Benotung ihr geben würdet. Ich würde der eine 6,5 von 10 geben. Wie gesagt, fand ich nicht so geil. Hilfe, ich sterbe. Das war so klar. Mann! Lumm. Au. Gut. Ich habe überhaupt gar nichts hinbekommen. Soll ich zwar eine kurze Folge machen? Ich glaube schon. Ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.